Die Allgemeinmedizinerin und Expertin für Naturheilverfahren Annette Johnson spricht etwa über das Hustenmedikament Guaifenesin, das in holistischen Therapien bei Fibromyalgie-Patienten eingesetzt wird und erstaunliche Erfolge erzielt. Mit ihr spricht Christina Winzig, Molekularmedizinerin und Medizinredakteurin im Medomio-Team. Neue spannende Videos findest du auf diesem Kanal mehrmals pro Woche. Lass uns daher gerne ein Abo da, bleibe immer informiert und jetzt hab ganz viel Freude bei folgendem Interview-Ausschnitt. Ihr denn die Behandlung von Autoimmunerkrankungen an? Ich habe beispielsweise, in unserem Titel steht es ja auch, dass ihr bestimmte Stoffe auch nutzt, um das Immunsystem zu beruhigen. Könntest du da noch ein bisschen drauf eingehen, zum Beispiel das Guaifenesin, das Naltrexon und so weiter? Naltrexon, sorry. Und das Trofantin, genau. Also wir gehen vor, indem wir jeden bitten, also beim Erstkontakt, wenn es geht, der Weg kommt von weit eine Nacht ins Hotel zu gehen, 40 Euro, ganz nettes Handwerkerhotel gegenüber oder irgendwo eine Ferienwohnung oder mit dem Camper zu kommen. Warum? Wir müssen ausmassieren. Wir müssen die Schläfer, die Erreger aus den Sehnen versuchen zu wecken, ob da wirklich nicht Schläfer noch sind. Und dann dem Immunsystem Zeit geben, über Nacht mindestens Antikörper wieder zu reaktivieren. Die brauchen dann keine 14 Tage mehr, wie man sonst den Biologieunterricht lernt. Sondern es so eine Wiedererweckung ist, eine Reaktivierung, reicht da die Nacht. Und dann zählen wir in unserem Lymphozyten-Transformationstest, wie viel Lymphozyten, das sind Abwehrkörperchen, pro Einheit Blut der Körper spezifisch gegen die Erreger gebildet hat. Und dann wissen wir, wie aktiv ist die Infektion im Moment. Ist es nur eine schlafende? Ist es eine, die mit Medizin aus der Natur oder mit einfach Immunstärkung funktioniert oder eine, die sogar Virusmittel oder Antibiotika braucht oder eine Kombination von allem. Und so gehen wir immer vor, dass wir sicher keine Infektion übersehen. Das ist sehr teuer, aber fürs Labor kann ich, wenn ich schon so billig arbeite, also billiger als ein Privatarzt oder ein Heilpraktiker, kann ich dann natürlich nicht das Labor davon bezahlen. Das ist immer gleich im 200-300-Euro-Bereich. Mhm. Und wir suchen trotzdem die billigsten Labore für unsere Patienten, weil die oft schon arbeitsunfähig sind seit Jahren und Hartz-IV-Patienten sind. Also das ist die Mühe, die wir uns machen, dass wir in ganz viele verschiedene Labors checken und immer für jeden individuell das preiswerteste, beste Labor finden. Und dann empfehlen wir bis wir das Ergebnis bekommt, tatsächlich die Abwehr zu stärken, wie ihr das jetzt vorgeschlagen habt. Man kann bei Vitamin-C-Infusionen, weil Vitamin C nur bis 1 Gramm über den Mund aufgenommen werden kann, und wir Menschen im Gegensatz zu den Tieren das nicht selbst bilden können, mit über 7 Gramm Infusionen sehr viel erreichen. Man kann mit Entsäuern sehr viel erreichen und mit einer entschlackenden Ernährung. Ganz viele unserer Patienten sagen, wenn sie fasten, fühlen sie sich ganz toll. Oder wenn sie wenigstens 16:8 fasten oder 20:4 oder so. Und wenn sie das zu Hause auch bei sich bemerken, dann könnte es nämlich sein, dass sie auch Reizstoffe, die nennt man Zytokine, von Nahrungsaufnahme haben. Und dann müssen wir nicht sagen, wie eine Sekte, alle sollten Trennkost, alle sollten Low Carb, alle sollten vegan oder irgendwie leben, sondern wir könnten dann die IgG-Allergien von jedem individuell rausfinden. IgG-Allergien 1 bis 3 sind unabhängig von dem, wie viel ich von was aufnehme, im Gegensatz zu IgG4. Und die sind bei 50% meiner Fibromyalgie-Patientinnen erhöht. Mhm. Und wenn ich die Nahrungsmittel finde, die der individuelle Mensch vielleicht besser meiden sollte oder mit Bioresonanz die Allergie beruhigen. Die Antikörper kann man interessanterweise schulen. Auch wenn man schon erwachsen ist, kann man Heuschnupfen und Allergien mit Bioresonanz heilen. Habe ich auch nicht geglaubt. Wo funktioniert jetzt schon 10 Jahre. Auch bei mir ist nur zurückgekommen mit der Corona-Impfung und ich musste dann einfach wieder auffrischen. Und dann war es wieder weg, mein Heuschnupfen und meine Weizenallergie. Und so machen wir das auch seit 10 Jahren, die Zytokine beruhigen. Also was ihr oft besprecht in euren Vorträgen, alle Reizstoffe. Man kann sich das so ein bisschen, wie Histamin auch, wie so Brennnesselsaft vorstellen oder Ameisensäure. Und so gucken wir nach einer reizarmen Ernährung. Und wenn das Ergebnis da ist, behandeln wir die Erreger. Und dann gucken wir, was für eine Krankheit vorliegt, für eine Autoimmunerkrankung.
die kommen ja meistens nicht zur Vorsorge schon wirklich, wenn das Kind schon mit dem Bade ausgeschüttet ist und sie schon 10 Ärzte vorher verschlissen haben, die ihnen nicht helfen konnten. Und da ist es so, dass die, dass es eben manche Dinge gibt, die ich eingangs erwähnt habe, die man der nicht geben darf. Also zum Beispiel haben viele von uns Fibromyalgie-Patientinnen eine Östrogendominanz. Mhm. Das ist dann Östrogenes per se, TH1 stimulierend, das heißt Hashimoto stimulierend, rheumatoide Arthritis. Das haben auch deshalb so viele Frauen. Schuppenflechte, Morbus Crohn und Typ 1 Diabetes und Hashimoto fördernd. Aber, jetzt lacht ihr, wenn diese Hashimotos, diese Psoriasis oder diese Rheuma-Patientinnen, Morbus Crohn oder Jugenddiabetikerin, sage ich aber jetzt nur nicht als Tipp, nur als Witz, wenn die rauchen, saufen und tierischen Stress hätten, wäre Hashimoto besser. Also das klingt jetzt lustig, ja. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich, ich glaube meinen Augen nicht, dass praktisch Cortisol, also das Stresshormon des Körpers, TH2 stimulierend ist. Da kriegt man dann zwar leider Allergien, man kriegt vielleicht Lupus, man kriegt vielleicht Asthma, man kriegt vielleicht Colitis ulcerosa oder Morbus Basedow, aber die anderen Immunerkrankungen werden dann besser. Auch von Tomaten wird der Hashimoto besser oder von Grüntee-Extrakt, Kurkuma und witzigerweise jetzt auch wieder Parasiten und Candida-Pilze im Darm. Also das ist für mich natürlich nicht so, dass ich dann sage, ich finde Toxoplasmen oder Babesien und lasse sie euch, dass euer Hashimoto nicht schlechter wird, sondern wenn man natürlich schon den Mensch von innen raus heilen. Bei der Borreliose ist es sogar so, dass die im Verdacht steht, Alzheimer auszulösen. Mhm. Man hat da im Gehirn kleine Zysten gefunden, diese sogenannten Round Bodies, um die herum sich diese Amyloid-Ablagerungen des Alzheimers gruppieren, wo man ja seit vielen Jahren weiß, dass der nicht die Ursache des, ist, sondern die Folge, dass praktisch auf dem Gehirn eine Entzündung, eine Infektion ablief und die Amyloid-Ablagerungen eigentlich der Eiter sind, also der Rest dieser Infektion. Und so arbeiten wir uns durch und dass die Patienten nicht so überfordert sind, machen wir das zum Teil aufgearbeitet, einmal im Monat, 2 Stunden eine Gruppen-Live-Sitzung. Wir haben diesen tollen Patientenleitfaden geschrieben, wo die mit über 160 Seiten ihre Symptomlisten eintragen können und dann wissen, geht es eher in Richtung Mineralverlustsyndrom, HPU, KPU oder muss ich vielleicht mehr nach den Infektionen fahnden. Dann haben wir noch diesen super Kongress, wo du auch dich so engagierst und haben auch noch Videos gedreht, leider viel zu teuer, da muss ich 10.000 Euro zahlen, das ist schrecklich, deshalb kauft es auch keiner, aber es ist egal, auf alles, es wäre zur Verfügung, das heißt, wenn es einer wollte, sind wir gut ausgestattet, auch von der Ferne, zum Beispiel mit Telefonaten, die man online buchen kann, mal ein bisschen Orientierung zu kriegen und da hast du die Stichworte Guaifenesin genannt. Guaifenesin ist ein Harz aus Südamerika, das die Fugger im großen Stil im Mittelalter gegen die Syphilis importiert haben. Und das war so ein wichtiges Thema, die Syphilis, und das Mittel Guaifenesin ist so potent, dass die dem spanischen König die Schulden erlassen haben, wenn er ihnen das Monopol darauf gibt. Und dann wurde dieser Baum leider im großen Stil zu jung auch geerntet und dass er nachwachsen konnte, der Bestand. Und inzwischen ist der Baum unter Naturschutz zum Glück. Deshalb, wir müssen mit den Extrakten, mit den künstlich hergestellten Extrakten arbeiten, die natürlich nie so gut sind wie das Original. Aber dieser Baum und die Natur soll natürlich leben. Und damit konnte eine tolle Forscherin, eine kanadische Forscherin für uns nachweisen unter dem Rasterelektronenmikroskop bei 37 Grad, dass es Borrelien killt. Und das ist sozusagen bei mir persönlich der Rückfallschutz. Ich bin zwar gesund und zwar ohne Antibiotika, nur mit was, wieder was Komischem, wo ich nur beweisen wollte, dass es nicht wirkt. Das ist Photonentherapie mit medizinischem Mikrostrom und Vibration. Komischerweise hat es trotzdem geholfen, obwohl ich es wirklich sehr unzuverlässig gemacht habe, über ein halbes Jahr und sehr selten therapiert. Aber ich glaube persönlich, ich bin auch gläubig, dass solche Dinge passieren, damit wir was daraus lernen. Bin ich kleiner Dorfdoktor in Rottenburg-Wurmlingen, also an der Wurmlinger Kapelle, kann natürlich die Welt und die Medizinwelt natürlich nicht revolutionieren. Wenn ich mal portioniert bin, macht es wahrscheinlich keiner mehr. Aber ich kann ein paar schriftliche Sachen hinterlassen und habe ganz tolle Sachen dokumentiert. Und wir versuchen auch vielleicht eine Studie zu machen über dieses Photonengerät, sodass wir bei über 180 Leuten bisher nur 8 Versager hatten, also richtig gut. Und
manche sogar eben ohne Antibiotika oder sogar viele ohne Antibiotika. Dann haben wir das LDN genannt, das Naltrexon in niedriger Dosierung, Low-Dose Naltrexon. Und das ist eine aus dem Cannabis- und Alkohol- und Drogenentzug entstandenes Medikament, das wir in 100-fach geringerer Dosierung starten und deshalb den Körper später, wenn wir das langsam hochdosiert haben, in 10-fach geringerer Dosierung, den Körper 4 Stunden blockieren an seinen Cannabis-Rezeptoren, das ärgert den und der bildet dann das für 20 Stunden lang das Dreifache der körpereigenen Cannabis-Dosis. Und wenn ihr auch amerikanische Kongresse verfolgt, so wie ich, dann wisst ihr, dass Cannabinoide, also auch im Körper vorhanden sind, das kommt aus der Steinzeit, da hatten wir natürlich keine Apotheken, um Schmerzen zu lindern, das Immunsystem zu stärken und da gab es auch wenig Krebs, da hatten wir auch keine Autoimmunerkrankungen und um die Schmerz zu lindern und den Schlaf zu verbessern, gibt es da dieses körpereigene Cannabis und das kann dann keiner nachweisen, das ist, man kann Maschinen bedienen, Auto fahren und findet dann seine Lebensdosis und kann dann die ganzen vorteilhaften Effekte des Cannabis für sich nutzen. Da spreche ich dann auch in den USA auf einem Kongress und habe schon Interviews gegeben in London und so. Das ist einfach ein sehr gesundes Mittel bei schlimmen Autoimmunerkrankungen. Also es kann auch wirklich MS heilen. Also da ist Hashimoto wirklich noch was Leichtes, wo man denkt, musst du überhaupt was nehmen? So schlimm ist die Krankheit ja gar nicht. Aber für manche Patientinnen ist es leider sehr schlimm. Die sind dann nicht arbeitsfähig. Also man muss natürlich gucken, ob das so stimmt oder ob die einfach nur Epstein-Barr-Virus-Reaktivierungen haben oder Mineralverlustsyndrome oder viele Multi-Infektionssyndrome. Aber dennoch ist es interessant, bei schweren Fällen sich mal das körpereigene Cannabis vorzunehmen, weil wir als Fibromyalgie-Patientinnen leider, leider, leider kein echtes Cannabis bekommen. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? In unserem Kanal findest du viele weitere informative Videos. Hinterlasse auch gerne deinen Kommentar. Und teile deine Erfahrungen mit diesem Thema mit uns und unserer Community. Also ich freue mich wirklich sehr, von dir zu hören. Weitere Infos und Quellenangaben findest du auch in unserer Infobox. Bis zum nächsten Video. Tschüss!